Liebe YouTube-Freunde, ihr wisst, dass es ernst wird, wenn ich eine Krawatte anhabe und meine Florian-Tasse dabei habe. Und heute, endlich, schaffe ich das, den Total Return Anlagestil zu erklären. Ihr meint, das ist nicht für euch gedacht. Hört mal kurz zu. Das bringe ich jetzt mit voller Überzeugung, weil das war der Schlüssel für mich, Milliardär zu werden. Nicht durch Einkommen, sondern zu 99% durch Investieren und als Unternehmer. Und das ist wirklich das Muss-Video. Weil es ist der Schlüssel für eine gesunde, intakte Altersversorgung und der Schlüssel zur wirtschaftlichen Unabhängigkeit. Und soweit ich das weiß, gibt es so einen Beitrag nicht nochmal, der leicht verständlich diesen Stil erklärt im deutschen in der deutschen Sprache. Also fangen wir doch mal an, über die großen Stars von zwei Anlagestilen zu sprechen. Das sind die einen, die nennt man auch oft Value-Investoren oder Kaufen- und Halten-Investoren. Und da ist der bekannteste Warren Buffett. Der heißt auch Weise von Omaha. Und dann auf der Total Return-Schiene der oft auch verschriene, aber mega erfolgreiche George Soros mit seinem Kompagnon, ein wichtiger informativer Kontakt für uns, Stan Druckenmiller. Und ihr seht, was passiert wäre, und ich liebe beide Track Records, also Leistungsbilanzen dieser Superstars. Der ist nämlich 52 Jahre alt, der ist so aussagekräftig. Wenn man vor 52 Jahren bei Warren Buffett lächerliche $10.000 investiert hätte, wären aus diesen $10.000 in 52 Jahren sage und schreibe 24 Millionen geworden. Und wenn man den Druckenmiller Soros Total Return Ansatz eingesetzt hätte, dann wäre fünfmal mehr draus geworden, unvorstellbar, aus $10.000 114 Millionen. Und wir sind Total Return Investoren. Und wer nutzt denn diesen Ansatz? Die Leute, die Familien, die großen Unternehmen, die Megareichen, die Milliardäre tatsächlich. Ja, ich praktiziere diesen Ansatz seit 40 Jahren und mindestens die Hälfte des Geldadels nutzt den auch. Es geht, das wird richtig spannend. Ihr werdet es wirklich verstehen. Das ist meine Aufgabe, dass es verständlich rübergebracht wird. Was ist denn das Ziel? Das Ziel ist, dass man stabile und attraktive Renditen, in unserem Fall liegt das so zwischen 6% und 30% pro Jahr, in guten Jahren kann es auch mal 50% sein, erwirtschaftet. Und der Kern, das Kernelement ist mit minimalen Verlusten. Weil wenn man sich den Track Record, die Performance von Warren Buffett anschaut, der antwortete auf die Frage, warum er so reich ist, da sagt er, weil er Verluste vermieden hat. Aber wenn man sich vom Weisen von Omaha mal die Performance so richtig gründlich anschaut, dann sieht man öfters mal 50-prozentige Kursverluste. Und zu diesen Kursverlusten sagt Warren Buffett, ja, wer die Hitze in der Küche der Börse nicht ausstehen kann, der hat da nichts zu suchen. Teilen wir nicht. Ich bin sehr averse und werde sehr, sehr neurotisch, wenn ja solche Verluste entstehen. Aus der einfachen Mathematik, wenn ich 50% verliere, Gott, oh Gott, da muss ich ja 100% Performance machen, wieder da zu sein, wo ich angefangen habe. Jetzt gehen wir mal, wie das überhaupt funktioniert. Das ist das nächste Thema. Da gibt es eine ganze Menge Stilarten, wie man Total Return investiert. Da geht es nicht nur um Aktien, geht auch um Anleihen, Rohstoffe, Edelmetalle, ja, selbst Zinsen, Währungen, Kryptowährungen, Derivate, whatever, die gesamte Palette. Und das hat immer ein Kernprinzip. Hedging, also der Hedgefondsmanager, der sichert sich gerne ab. Er möchte seine Gewinne laufen lassen und er möchte bei Verlusten an den Märkten, möchte nichts verlieren, aber auch am besten noch zusätzlich Erträge erwirtschaften. Und das bezieht sich auf Gewinner und Verlierer. Ich mache es mal ganz banal kurz. Wenn ich meine, dass die türkische Lira kollabiert, dann bin ich in einem Währungspaar Long US-Dollar, Short türkische Lira. Es kommen gleich ein paar ganz einfache Beispiele, die wird jeder von euch verstehen. Es geht natürlich auch um sogenannte Megatrades und Megatrends. Megatrades zum Beispiel wäre eine Short-Position auf Öl gewesen. Hier von $60 pro Barrel auf einen Minuswert gefallen ist.
Es geht um Biotech- und Pharmaunternehmen. Da haben wir einige, sind auch 15.000% gestiegen. Und es geht um ein Chancen-Risiko-Verhältnis. Das ist Kern, dass ihr das versteht. Also wenn ich jetzt in den Markt heute gehe, dann ist meines Erachtens das Risiko nach unten größer als die Chance nach oben. Ja, aus der Perspektive würde ich keine Aktien kaufen, ja, eher leer verkaufen. Es ist ungefähr so, wenn ich es erklären will, ein Chancen-Risiko-Verhältnis. Ich bin im Casino, ich möchte den Tisch haben, im einfachen Roulette, wo dreimal schwarz ist und einmal rot, mindestens ein Chancen-Risiko-Verhältnis von 3:1. Und wenn ich Dutzende, Aberdutzende, 100 Transaktionen spiele in dieser Art, dann habe ich eine viel bessere Chance als derjenige, der sagt, ja, hüpp oder stirb, ja. Also, das ist die Philosophie. Was bedeutet das denn in dem Fall? Jetzt hört ihr mal zu, long, short. Also long heißt kaufen und short in diesem Zusammenhang heißt leer verkaufen. Und das ist nicht so ein schweres Thema. Weil 3 Millionen amerikanische Privatinvestoren verstehen das. Aber in Deutschland praktiziert, wird der Leerverkauf nur von circa 10.000 privaten Investoren überhaupt praktiziert. Sind wir denn intellektuell minder begabt als die Amerikaner? Nein. Aber wenn ich das erste Buch überhaupt auf deutscher Sprache zum Leerverkauf geschrieben habe und das wahrscheinlich das erste verständliche Video ist zum Thema Total Return, dann liegt das nur am Wissenstransfer. Das liegt nicht am Intellekt der deutschen Privatinvestoren. Und ihr seht jetzt zuallererst ein Beispiel. Wir nehmen eine der profitabelsten und erfolgreichsten Banken der Welt, die JP Morgan Bank. Und da seht ihr natürlich auch Statistiken. Und da gibt es in diesem blauen Fenster gibt es die Kursentwicklung an der Börse von JP Morgan. Und dieses rote Muster ist die Deutsche Bank. Wie gesagt, erinnert euch daran, wir setzen auf Gewinner und Verlierer. Und das manchmal über ziemlich langes Zeitfenster. Kann ruhig 1, 2, 3 Jahre sein. Und wenn man sich nur die letzten 4 Jahre reinzieht, dann hätte man mit einer Position, ich kaufe JP Morgan und ich setze auf fallende Kurse bei der Deutschen Bank, hätte man in 4 Jahren immerhin 160% verdient. Das ist keine schwarze Magie. Die Deutsche Bank hat ein Information Technology Defizit. Die Deutsche Bank hat sehr hohe Regulierungskosten. Die Deutsche Bank hat ihre Kosten überhaupt nicht im Griff. Sie macht ständig irgendwelche Kapitalerhöhungen, immer mehr Aktien begeben. Und all dieses, was ich jetzt erzählt habe, das hat JP Morgan nicht. Die hat auch eine tolle Rendite auf das eigene Kapital. Die Deutsche Bank tut sich schwer, überhaupt einen Gewinn einzufahren. Und dann geht diese Schere auseinander und komischerweise leben wir von der Differenz. Wir leben von der Differenz. Und sehr spannend ist es, wenn es einen Crash gibt, wenn man nochmal genau auf die Kursentwicklung eingeht, wie im 4. Quartal 2018 oder zuletzt, dann fällt die Deutsche Bank und JP Morgan ungefähr ähnlich. Das heißt, wenn der Markt kollabiert, dann stehe ich relativ gut da, weil ich muss mich nicht mit der Marktbewegung beschäftigen, sondern nur wie diese zwei Firmen sogar in derselben Branche sich entwickeln. So. Ja, ich muss auch mal erklären, was ist denn Leerverkaufen? Das wird oft kritisiert, als wäre es unmoralisch. Nein, das ist doch nichts anderes als ein Klavier mit den weißen und den schwarzen Tasten. Es ist eine Tonalität, es ist ein ganz normaler Usus. Es wird seit grob 100 Jahren gemacht. Und es dient auch dazu, nicht, dass man am Niedergang von Unternehmen unbedingt profitiert, sondern es geht darum, dass man auch überbewertete Unternehmen leer verkauft und dann unten wieder einsammelt. Aber kurz, wie läuft das ab? 60 Sekunden versuche ich es zu erklären. Du hast einen Bankaccount bei CapTrader oder Interactive Broker. Wir haben einige davon, kennen wir sehr gut und stellen wir auch vor in unserem Börsenbrief. Und das ist ein ganz einfacher Prozess, den erklären wir in unserem Börsenbrief in 2 Minuten. Das kann jeder. Das sind 2, 3 Tastengriffe. Und es heißt ja, dass das Risiko unbegrenzt ist beim Leerverkauf, dass ich Haus und Hof verlieren kann. Könnte sein, aber nicht, wenn ich mit einem Stop-Loss arbeite. Wir lassen euch da nicht hängen, wir erklären das bis zum i-Tüpfelchen. Ja, es ist keine Magie, aber es ist auch eine Anlagestrategie,
die wenig kommuniziert wird, weil sie so interessant sein kann. So, warum denn überhaupt diesen Total Return Stil, den wir propagieren, einsetzen? Ja, A, es ist viel einfacher, als es von richtigen Market Insidern, so Mystikern erklärt wird. Es ist auch nur ein Handwerk. Und es ist doch sowieso der beste Anlagestil, die beste Rendite mit dem geringsten Risiko. Macht Sinn, oder? Ob das jetzt in der wahnsinnigen Hossephase war von 1982 bis 2020, sage und schreibe 38 Jahre war es der beste Anlagestil. Und wie es in der Zukunft ist, da glaube ich, da passt es noch viel besser. Also wir freuen uns unvorstellbar, also rein investiv, nicht weil es ein schwieriges wirtschaftliches Umfeld geben wird, aber rein investiv ist dieses Klima, in dem Kurse einbrechen, dann sich schnell wieder erholen. Also das nennt man Volatilität, hohe Schwankungen. Das ist ideal für uns, weil so schnelle Bewegungen erlauben uns, viel bessere Margen zu erzielen zwischen den Gewinnern und den Verlierern. Ist klar. Ein weiterer Grund, warum wir so skeptisch sind auf die Marktsituation, das liegt am Japanifizierung-Effekt. Ja, was ist denn in Japan los? Ja, das ist das große Land mit der absolut ältesten Bevölkerung der Welt. Wir drucken endlos viel Geld. Seit 30 Jahren wächst die Wirtschaft überhaupt nicht. Die Produktivität, die ist auch schlaff. Das ist die Nation mit der höchsten Gesamtverschuldung von den großen Industrienationen. Und wenn man sich den Index auf der Grafik anschaut, und man hätte jetzt praktisch diese Buy-and-Hold-Strategie gemacht von Warren Buffett in Japan und hätte damit vor ungefähr 31 Jahren angefangen, dann hätte man heute noch einen Verlust von 43% nach gewissen Inflationsphasen wahrscheinlich 66%. Und ich glaube, diese japanische Sklerose, also die japanische Krankheit, also Veralterung, was haben wir denn in Europa? Wir sind schon der Kontinent mit der ältesten Bevölkerung. Ja, also irgendwann müssen zwei Steuerzahler, zwei Arbeitende, und das ist in 2030 sogar schon der Fall, grob einen Pflegefall, einen Pensionär unterstützen. Das ist ein ganz mieses Verhältnis. Vor 40 Jahren war das Verhältnis noch 6:1. Das muss bezahlt werden, das ist ganz schwer. Vielleicht muss die neueste Generation bis 80 arbeiten, um sowas einzurenken. Wie soll das denn gehen? Ich bin ja schon übermüdet mit 60 manchmal. Die Zeit des einfachen Geldverdienens, die ist doch auch vorbei, diese 38 Jahre. Die 38 Jahre waren so erfolgreich, weil 1982 waren die Zinsen in den USA bei grob 15-16%, jetzt sind sie bei null. Die Verschuldung war minimal. Jetzt nimmt sie die Verschuldung in den USA das Ausmaß von Griechenland an. Die Party ist gelaufen. Und wir haben im Anhang nochmal für euch einen kleinen File. Da stehen die Kern 22 Gründe drauf, warum wir der Meinung sind, dass die kommende Dekade für sogenannte traditionelle Investoren ein Albtraum wird und warum sie für Total Return Investoren ein finanzielles Nirvana wird. Ja, es ist auch nicht so selten, ja, dass Märkte seitwärts gehen oder fallen. Ja, was ist denn, wenn es nicht eine Dekade ist? Was ist es denn, wenn es wie nach dem großen Crash von in den USA nach 1929 satte 27 Jahre sind? Oder wir kennen doch die 31 Jahre. Das heißt sogar in der Wirtschaftssprache die verlorenen Dekaden Japans. Vielleicht kommen wir in so eine Stagnationsphase, weil wir so überschuldet sind, so undynamisch in Europa. Das hat die USA auch, Stagflation. 66 bis 82 Wertverluste, real 80% für Investoren. Mann, oh Mann. Ja, also ich bin sehr überzeugt, dass das dieser Anlagestil nicht nur der beste ist, sondern in diesem Klima mit Abstand weitaus interessanter als traditionelle Anlagemethoden. So, ich fasse es nochmal kurz zusammen, wie wir arbeiten. Prinzipiell, wir orientieren uns an Gewinnern und Verlierern. Wir finden auch gelegentlich große Trends. Ja, da steht ja, sind wir ja wirklich in einer richtig spannenden Phase bei der Digitalisierung, Paradigmenwechsel im Einzelhandel, Rohstoffe, einige werden florieren, andere werden komplett kollabieren. Wir sehen große Chancen bei Währungen.
Und wir haben eigene Quantsysteme. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, was sind Quantsysteme? Wir haben drei erstklassige Programmierer, die werden teils unterstützt durch Teams im Ausland noch, mit Hunderten von Experten. Und wir entwickeln Investmentmodelle, die sonst keiner weltweit hat. Ja, das ist auch nicht so selbstverständlich. Ich habe jetzt mal eine Grafik von Fresenius. Die kennt ihr ja, das ist ja die Krankenhaus. Oh nee, nee, noch besser. Ich nehme die hier. Die ist noch besser. Jetzt nehmen wir mal die Kursperformance von Warren Buffett. Also nicht die Kursperformance, sondern einen Parameter. Ja, das ist der sogenannte Buchwert. Das ist so ungefähr, was die Firma wert ist. Und wir arbeiten mit Bandbreiten. Ja, das müsst ihr jetzt nicht verstehen, aber eine Bandbreite ist ungefähr so wie dein Puls. Von unter 40 bist du wahrscheinlich tot, bis 180 könntest du auch tot sein. Das ist so eine Bandbreite. Oder eine Temperatur im Juni, Juli zwischen, sagen wir mal, 8 Grad, über Nacht kälteste 40 Grad, höchste Temperatur. Einfach nur eine Bandbreite, logisches Zeugs. Und da ergeben sich selbst bei Warren Buffett 5 erstklassige Short-Möglichkeiten, wo der Kurs danach fast immer ausnahmelos um mindestens 25% gefallen ist. Und es ergeben sich auch Kaufgelegenheiten. Das Zeugs hat keiner außer uns. Damit arbeiten wir und ihr seht auch die Resultate im Börsenbrief. Und wenn man die richtig gekauft hätte, dann sind Gewinne über 70% entspannt möglich. Das war aber aus unserer Sicht, hätten wir es nur zweimal gemacht, 2009 und 2012. Ja? Also auch da ergibt es schöne Chancen. Und ich sage euch das ist echt keine Magie. Das ist ein Handwerk. So, Fazit. Total Return Ansatz. Ihr kennt mal unsere Videos. Wir teilen unser Wissen. Und wir halten euch natürlich auch in der Hand. Ja, in unserer Publikation. Wir transferieren viel Wissen umsonst. Und das Kernthema, das Kernwissen, wie man das umsetzt, wie man es also wirklich ein Portfolio abbildet, das machen wir in einem Börsenbrief. Und der ist wirklich für fast jeden Erwachsenen in Deutschland bezahlbar. Ich bin nicht mehr der Berater der Megareichen, der Milliardäre, sondern es geht mir um ein sogenanntes faires Spielfeld. Warum soll der Private immer wieder das Opfer sein der extrem abgeklärten Geldadel-Elite, die in Marktphasen milliardenschwere Positionen abladen an Zentralbanken oder an etwas unbedarfte Marktteilnehmer, wie es oft Versicherungen und weniger talentierte Banken sind? Warum müsst ihr denn die Lehman-Zertifikate kurz vor dem Crash kaufen und verliert Haus und Hof, während die Smarten über 90% am Niedergang von Lehman in wenigen Monaten verdienen? Das ist nicht fair. Ich bin ein Kapitalmarktinsider, der dieses Wissen mit Überzeugung transferiert und das zu absoluten guten Preisen, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Und was ist denn besser, als wenn ich mir nicht mehr so einen riesen Kopf machen muss über meine Altersversorgung, weil ich verstehe, wie das Spiel läuft. Und ich habe eine ganz klare Anleitung. Und wenn ich da was nicht verstehe, dann wird es mir noch erklärt. Wir sind da wirklich einzigartig. Wir haben eigentlich gar keine Konkurrenz. Und deswegen, stimmt das alles? Ist das Blödsinn? Oder kann man es auch beweisen? Können wir kurz die Performance-Grafik im Background der letzten 26 Monate, also bis Mai ungefähr, und dann sieht man im direkten Vergleich unsere Performance gegen den DAX und den besten Aktienindex der Welt seit langem, den S&P 500 Aktienindex der größten amerikanischen Gesellschaften. Und da haben wir einen Return, wenn man das Portfolio abbildet, von 45%, da sind auch irrsinnig hohe Bargeldbestände drin teilweise, weil wenn wir keine super Idee haben, dann investieren wir einfach nicht. Das haben wir auch mit Warren Buffett gemein. Wenn wir nicht dieses Chancen-Risiko-Verhältnis haben von mindestens 3:1, dann sind wir nicht aktiv. Und fairerweise muss man auch sagen, die Performance war 45%, aber musste auch innerhalb der Monate mal mit einem Kursverlust von 10% rechnen. Das ist in Ordnung.
Denk doch nochmal kurz nach darüber, über diese drei schwarzen Felder im Casino und das eine rote. Jetzt habe ich aber 4,5 schwarze Felder und nur ein rotes. Da erwirtschafteten diejenigen, die das Portfolio im Börsenbrief abbildeten, 45%. Wer jetzt sagt, ich muss doch nicht mit Barbeständen arbeiten, wie dieser Börsenbrief, dann habe ich, ich mache nur das, was die sagen, ja, was die da in ihrem eigenen Portfolio machen, da war die Rendite sage und schreibe 118%. Man muss aber da auch mit einer höheren Verlusttoleranz rechnen. Und die war immerhin, der Maximalverlust in diesen 26 Monaten war 17%. Bist du bereit oder ist man bereit, das eventuell zu verlieren? Weil dann brauche ich ja auch so grob 20% plus, bis ich wieder heile bin in meinem Portfolio. Da war das Chancen-Risiko-Verhältnis noch besser, 7:1, also 7-mal rot, 1-mal schwarz. Wenn ich das oft genug mache, dann komme ich auch gut an. Ich habe auch, und das ist auch bestens dokumentiert, ich habe doch auch irgendwann mal mir 5.000 bis 10.000 Dollar zusammengespart. Das war echt ein Akt, auf dem Bau gearbeitet. Habe dann grob 27 Jahre hyper strukturiert, genau nach diesem Ansatz investiert, war natürlich auch Unternehmer, darf man auch erwähnen, habe sage und schreibe 1 Milliarde Dollar zusammenbekommen von der Basis in 27 Jahren, aber nicht ganz so gut wie George Soros. Nur George Soros ist jetzt im Ruhestand und Stan Druckenmiller nimmt kein Geld mehr an. Es hat mir geholfen und deswegen, das ist der Börsenbrief. Und da verstehe ich auch mit Überzeugung, da sind halt diese Kapitel drin, die wichtig sind. Was ist denn das Thema des Monats, was richtig spannend? Vielleicht ist es mal nicht die Anlagekredite, sondern wie schützt ihr euer Vermögen? Vielleicht steht auch drin, ja, wer profitiert denn am meisten von der Digitalisierung? Und wer leidet am meisten? Aktuell interessiert uns die grüne Welle. Wer zahlt drauf? Und wer wird nach oben bewertet? Da stehen natürlich oft die besten Kaufideen, die besten Verkaufsideen drin, ein Marktkommentar und natürlich jeden Monat ein Beitrag von mir. Ich möchte jetzt hier keine zu starke Werbung machen. Ich habe euch die Performance gezeigt. Wie gesagt, für diesen Börsenbrief, ja, damit identifiziere ich mich. Und es geht darum, dass jeder zumindest die Chance hat, einigermaßen gut bis sehr gut durch diese höchstwahrscheinliche Misere zu kommen. Ihr wisst, dass es für mich eine Top-Priorität ist, Spitzenkapitalmarkt-Insider-Wissen auf höchstem Niveau verständlich an eine breite Klientel zu vermitteln, nicht die Hyperreichen, wie ich es 3 Jahrzehnte gemacht habe. Und deswegen ist dieser Börsenbrief bezahlbar und damit der eine noch breitere Schicht von Investoren erreicht, die noch in ihrer Aufbauphase, Fundierungsphase sind, was ihre Altersvorsorge betrifft und was ihr Ziel der wirtschaftlichen Unabhängigkeit darstellen soll, bieten wir den Börsenbrief für eine nur sehr kurze Zeit mit einem Abschlag von 30% im Jahresabonnement an. Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Ich bin froh, dass ich das Video endlich abdrehen könnte. Bis zum nächsten Mal, euer Florian und tschüss.